Ja, herzlich willkommen hier aus der EURAG. Unser Thema heute ist die Vollautonomie. Die Vollautonomie ist sozusagen die Antwort der SVP auf die schwere Wirtschaftskrise in Italien. Lanciert hat die Idee SVP-Obmann Richard Theiner, und zwar schon im August. Wohin soll diese Vollautonomie aber führen? Ist sie ein Schritt in Richtung Abspaltung, in Richtung Sezession, oder ist sie die konsequente Weiterentwicklung der Autonomie? Südtirol soll dem Modell zufolge ja alle Kompetenzen vom Staat übernehmen, bis auf die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik und die Währung. Wir werden darüber diskutieren, auch was Rom zu dieser Vollautonomie sagt oder sagen wird. Wir, das sind SVP-Obmann Richard Theiner. Er hat die Idee wiederentdeckt, kann man sagen. Guten Abend. Der Obmann der Freiheitlichen, Pius Leitner. Vollautonomie, sagt Pius Leitner, ist eine halbe Sache. Pius Leitner wird für den Freistaat eintreten hier. So ist es. Sven Knoll von der Bewegung Südtiroler Freiheit, er schlägt die Selbstbestimmung vor, kann aber der Vollautonomie einiges abgewinnen. Schönen guten Abend. Dann der SVP-Kammerabgeordnete und Verfassungsexperte Karl Zeller, sagt, die Vollautonomie ist der einzig gangbare Weg derzeit. Guten Abend. Dann der Föderalismus-Experte Francesco Palermo. Auch er ist für die Vollautonomie, sagt aber, es wird ein langer, langer Weg dorthin sein und dieser Weg wird schwierig. So ist es. Guten Abend. Entscheidend, ob die Idee doch noch Erfolg haben wird, ist natürlich, ob es gelingt, alle ins Boot zu holen, ob es gelingt, alle Sprachgruppen von dieser Idee zu überzeugen. Richard Gasser hat sich umgehört bei den italienischen Parteien und doch Erstaunliches zutage befördert. Hier sein Bericht. Südtirol, attraktiv als Freistaat auch für Italiener. Die überraschende politische Steilvorlage kommt von rechts außen. Donato Seppi, der Unitalia-Abgeordnete, hat eine ungeahnte Wende vollzogen. Ein Freistaat, also Adige und Südtirol für mich, ist eine Kondition, wo wir sagen wir nicht so hundertprozentig sicher das Richtige ist. Aber eine Situation, wo wir müssen denken und wo wir müssen schauen und nicht sagen, gleich, das gibt nicht. Aber mit klarer Abgrenzung. Klotz nicht. Klotz ist eine Situation, zivil Tirol, zivil Österreich. Wir wollen kein Österreich. Die Freiheitlichen haben eine andere Kondition. Sie sagen, ein Staat frei, wo Italienisch und Deutsch zusammenleben und wo Italienisch und Deutsch eine neue Geschichte zu schreiben haben. Eine neue Statut machen, eine neue Konstitution. Solcher Art unter Zugzwang werden die Vertreter anderer italienischer Rechtsparteien gar zu Amtsverteidigern von Autonomie und Statut. Wir haben eine starke Autonomie, vielleicht die stärkste Autonomie Europas oder der Welt. Wir haben eine reiche Autonomie. Und man versteht nicht, warum in der Vereinigten Europa sollte man jetzt an eine neue Stadt denken. Übereinstimmend sitzt der frühere BDL-Kollege und nunmehrige Konkurrent. Italien hat seine Pflicht getan und die deutsche Minderheit unter Schutz gestellt. Zuständigkeiten, die das Autonomiestatut gar nicht vorsieht, holt man auf dem Verhandlungswege vom Staat. De facto ist das die Vollautonomie. Südtirol bekommt weit mehr, als es produziert. Das Steueraufkommen hier beträgt 100, von Rom kommen aber 137. Diesen Vorteil hat man nur bei Italien. Doch für die Italiener sei im Autonomiestatut zu wenig Platz und von Rom würden sie im Stich gelassen. Wir brauchen keine italienische Regierung. Linke Seite haben sie verkauft, rechte Seite noch schlimmer. Ich will die Italiener, die da wohnen, helfen, nicht Italien. Unabhängig bedeutet alles allein machen. Haben wir die Stärke heute, um alles allein zu machen hier in Südtirol? Ich denke das nicht. Das ist also Demagogie.
Alle haben verstanden, dass das eine Provokation ist, wie schon seinerzeit von Ex-Präsident Cossiga. Wir haben diese Provokation dann neu aufgelegt. Es ist aber absolut unrealistisch. Warum jetzt und warum diese Wende? Weil in diesem Moment erleben wir auch in einer Situation, wo wissen wir nicht, wer in Altuarisch der Chef ist. Die italienische Freistaatdebatte also gar Antwort auf Differenzen und Unsicherheit in der SVP. Wenn denn der Funke von Politikern auf die italienischen Bürger überspringt, auf der Suche nach einer rosigeren Zukunft im Krisenland. Doch erstaunliche Ansichten, vor allem von Donato Seppi natürlich. Herr Palermo, sind diese Äußerungen repräsentativ? Das kann ich schlecht abschätzen, aber ich bin schon davon überzeugt, dass die Italiener schon in einer postideologischen Phase leben. Vor allem hier in Südtirol. Und sie sehen zu Recht, glaube ich, auch, dass ein Staat auch eine menschliche Konstruktion ist und deswegen auch nicht etwas Ewiges und etwas Heiliges ist. Es geht eigentlich hier um Pragmatismus. Es geht nicht um die heiligen Grenzen des Landes zu schützen. Es geht einfach nur um bessere Lebenskonditionen zu suchen. Hilft da jetzt unter Anführungszeichen, hilft da diese Wirtschaftskrise, dass auch die Italiener im Lande bestimmte Privilegien jetzt verteidigen möchten? Ja, wenn man das unter dem Blickwinkel von Privilegien sehen will, dann vielleicht auch schon. Aber was mich ein bisschen stört von dieser Diskussion, ist, dass so streng im Zusammenhang ist mit der Finanzkrise im Moment, mit der Wirtschaftskrise. Also entweder haben wir eine Vision, die wirklich weit über die Wirtschaftskrise hinausgeht, oder ist es wirklich etwas nur für diesen Moment. Und ich glaube, die Vollautonomie hat Potenzial, aber nur, wenn sie weit über diese jetzige Lage ausgeht. Herr Theiner, weit über die jetzige Lage hinausgehen. Sie haben diese Idee lanciert, im August war das, vergangenen Jahres. Mit welchem Hintergrund, wieso haben Sie sie genau damals lanciert, diese Idee? Ich möchte schon vorausschicken, dass es nicht meine Idee ist. Bereits vor über 20 Jahren haben verschiedene Persönlichkeiten wie Siegfried Bucker oder Hans Benedikt, Franz Baal, Oskar Peterlini und andere haben an diesem Modell der Vollautonomie gearbeitet. Es ist dann einige Zeit ruhig geworden um dieses Modell. Aber wir haben uns natürlich auch überlegt, wie können wir eigentlich dieses erfolgreiche Modell der Autonomie weiterentwickeln. Und ich möchte eines sagen zu dieser eingangs gestellten Frage auch. Ich verstehe die Vollautonomie nicht als so eine ängstliche Absetzbewegung von Italien, meinetwegen diktiert durch das aktuelle Wirtschaftsgeschehen, sondern wenn schon eine selbstbewusste Weiterentwicklung der Autonomie. Und wir müssen einfach auch sagen, wenn jetzt so locker über Autonomie gesprochen wird, eigentlich die Autonomie hat Südtirol sehr, sehr viel gebracht. Nicht nur für viele Menschen Wohlstand, aber auch eine hohe Lebensqualität, sondern wir müssen auch denken, dass gerade dank der Autonomie es möglich war, dieses Gebiet, wo mehrere Volksgruppen zusammenleben, zu befrieden. Ja, Herr Theiner, und von dieser Erfahrung ausgehend haben wir dieses Modell weiterentwickelt. Wieso kam die Idee gerade im August vergangenen Jahres? Ich betone, das ist ja nicht eine neue Idee, sondern es ist eine bewusste Weiterentwicklung. Wir haben ja gesagt, die Autonomie, so wie wir sie bisher ausgebaut haben, hat für sehr viele Menschen viel gebracht. Und vor allem hat sie einen Frieden gebracht. Aber wir müssen uns auch den neuen Herausforderungen stellen. Wie kann dieses Modell weiterentwickelt werden? Wie können wir beispielsweise auch Wohlstand in Zukunft gewährleisten? Worauf ich hinaus will, hat das schon etwas mit der Wirtschaftskrise zu tun nicht nur, oder unabhängig davon? Nicht nur. Das war mit ein Grund, aber nicht der Hauptgrund. Sondern wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, die Autonomie. Für die Autonomie hat ja ganz wesentlich auch dazu beigetragen, dass gerade die deutsche und die ladinische Minderheit sich hier festigen konnten. Aber ausgehend davon, müssen wir sagen, hat sich die Autonomie ja in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Wir nehmen zur Kenntnis, dass es heute nicht mehr ein praktisch Autonomie etwas
Positives im Sinne der deutschen und ladinischen Sprachgruppe ist, nicht nur für diese Sprachgruppen, sondern wir freuen uns auch, dass zunehmend mehr Italiener sich mit der Autonomie identifizieren. Und das war eigentlich der Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist es Zeit, etwas Neues zu wagen. Und deshalb eben auch die Voraussetzung, dass wir sagen, wir brauchen hier wirklich alle Sprach- und Volksgruppen, die hier mitarbeiten, um dieses Modell weiterzuentwickeln. Das ist vielleicht auch das Neue an Ihrem Ansatz, dass Sie verstärkt auch auf die Italiener zugehen wollen. Eine Frage an Herrn Zeller, Herr von der SVP. Der Thomas Wiedmann, Landesrat Thomas Wiedmann, sagt, die SVP lanciert jetzt auch die Vollautonomie um, weil sie eine neue Existenzberechtigung braucht. Sehen Sie das ähnlich? Nicht eine neue Existenzberechtigung. Es ist normal, dass eine Partei, nachdem wir die dynamische Autonomie doch sehr weit ausgeschöpft haben, dieses Konzept, das wir versuchen, uns vorzustellen, wohin können wir noch weiterhin kommen auf diesem Weg. Und eben das Neue ist eben auch, dass man sagt, wir wollen diesen Weg, den Weg der dynamischen Autonomie, den wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, den sind wir alleine gegangen. Ohne die Italiener, auch die Vertreter in der 6. und 12. Kommission, die haben das irgendwie erlitten, diesen Prozess, dass wir eine Kompetenz nach der anderen geholt haben. Und dieses Modell, glaube ich, sollte man nicht in der Form weiterführen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir zu größeren Zielen kommen wollen, wie zur Vollautonomie, müssen wir den Weg mit allen Sprachgruppen in Südtirol gemeinsam gehen. Das ist eigentlich das Neue, dass man sagt, Dinge, die wir bereits früher gefordert haben, aber alleine sozusagen als Deutsche und Ladiner, das wollen wir eben gemeinsam mit den Italienern machen. Auch deshalb, weil so ein Weg, der sehr, sehr schwierig ist, ein langfristiger Weg ist, das geht nicht von heute auf morgen, das geht nur, wenn ein großer Konsens hier im Lande also da ist. Auf dem Konsenswege noch eine Frage an Sie, ganz kurz, bevor die Opposition zu Wort kommt. Finden Sie den Zeitpunkt glücklich gewählt jetzt? Ist von Rom jetzt etwas herauszuholen? Das hängt weniger vom Zeitpunkt. In Rom ändern sich die Dinge, wie wir gesehen haben, sehr schnell. Das geht immer in Wellen. Auch die letzten Autonomieentwicklungen, es geht einmal schnell, dann machen wir in 5 Jahren 30 Durchführungsbestimmungen und dann passiert 10 Jahre oft fast nichts. Also das kann man ja nicht, wenn man solche Ziele sich setzt, kann man nicht sagen, das mache ich jetzt, weil in Rom eine Regierung ist, die kann in 6 Monaten schon nicht mehr da sein. Also ich glaube, das muss man unabhängig davon sehen, ob Mitte rechts, Mitte links, wer auch immer in Rom an der Regierung ist. Zuerst müssen wir die Hausaufgaben auch hier selbst im Lande machen, denn nur wenn wir hier einen möglichst großen Konsens zu dieser Frage finden, können wir auch glaubwürdig gegenüber Rom auftreten. Herr Knoll, die Vollautonomie, also eine langfristige Perspektive, die die SVP entwickelt und noch entwickeln wird, die ja im Konsens Wege erzielt werden soll, auch mit den anderen Sprachgruppen. Sie haben ja in einem Vorgespräch gesagt, dass Sie die Vollautonomie nicht unbedingt negativ sehen. Was ist das Positive für Sie an dieser Vollautonomie? Man kann jeden Schritt, der mehr Unabhängigkeit von Italien bringt, natürlich nicht als negativ erachten. Nur muss man sich die Frage stellen, was man sich von der Vollautonomie erwartet. Wenn Vollautonomie im Sinne der SVP Verbleib bei Italien heißt und in der jetzigen wirtschaftlichen Situation auch weiterhin Untergang mit Italien, dann sind wir an einer solchen Vollautonomie sicherlich nicht interessiert. Wenn Vollautonomie aus unserer Perspektive eine Übergangslösung ist, das heißt, wir werden uns noch weiter versuchen, von Italien zu lösen, dann ist das sicherlich etwas, das unsere Unterstützung findet. Nur ich denke, man muss auch, wenn man glaubwürdig sein möchte, wie das Karl Zeller gesagt hat, auch ehrlich sein. Letztlich die erneute Forderung der Südtiroler Volkspartei auf diese Vollautonomie ist ja nichts anderes als der Versuch der Bevölkerung, auch eine Antwort zu geben. Eine Antwort auf diese Fragen, die ja die Bevölkerung jeden Tag zu spüren bekommt. Bis vor 2 Jahren war die Losung der weltbesten Autonomie. Da war von Seiten der SVP überhaupt keine Notwendigkeit da, irgendeine Veränderung vorzunehmen. Jetzt plötzlich gesteht ja auch die SVP ein, dass der jetzige Status quo für Südtirol nicht mehr ausreichend ist, nicht mehr zufriedenstellend ist und dass es etwas Neues braucht. Denn die Bevölkerung spürt ja, dass es uns schlechter geht, dass auch die wirtschaftliche Situation in Italien Südtirol mit voller Härte trifft. Wir brauchen uns nur die Benzinpreise anschauen. Ich habe heute bei meiner Fahrt von Innsbruck herein getankt für 1,30 Euro. Wir haben in Südtirol, glaube ich, jetzt inzwischen knapp 1,80 Euro. Das sind 50 Cent Unterschied. Das ist jetzt nur ein Bereich und das wird ja immer schlimmer und schlimmer. Und hier wird die Bevölkerung irgendwann einmal eine Antwort auf ihre Frage haben müssen.
möchten, wie soll es mit Südtirol in Zukunft weitergehen? Denn dieses Märchen, das man uns immer verkauft hat, ja, mit der Autonomie sind wir in Italien gut eingebettet, das glaubt inzwischen der SVP niemand und deswegen versucht man jetzt mit diesen neuen Losungen der Vollautonomie zu kommen. Aber das allein ist sicherlich zu wenig, denn das löst die Südtiroler Probleme nicht. Das ist, wenn schon, eine akzeptable Übergangslösung hin zu mehr Unabhängigkeit, aber damit ist das Kapitel Südtirol sicherlich nicht abgeschlossen. Herr Leitner, wie sehen Sie das? Ist das ein Weg zu mehr Unabhängigkeit oder zur Loslösung von Italien? Wie sehen Sie das als Oppositionspolitiker jetzt? Würden Sie eventuell auf den Zug aufspringen? Nein, ich schätze die Sachlage ganz anders ein. Die Vollautonomie, die die SVP jetzt erneut aus dem Hut zaubert, ist nicht die Antwort auf die Wirtschaftskrise. Sie ist die Antwort auf den Freistaat und auf die Diskussion um die Selbstbestimmung. Und da zitiere ich zwei renommierte Leute von außerhalb des Landes, den Altlandeshauptmann von Tirol, Wendelin Weingartner, und den FAZ-Journalisten, also Journalisten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Reinhard Old, der übrigens unlängst von Südtirol ja hoch ausgezeichnet worden ist, der ganz klar sagt, die Südtiroler Volkspartei ist in eine Sackgasse geraten. Sie gibt ja zu, dass die derzeit von ihr immer als weltbeste Autonomie verkündete, im Prinzip nur eine Teilautonomie ist. Denn wenn ich jetzt eine Vollautonomie möchte, dann heißt, bisher haben wir nur eine Teilautonomie gehabt. Also, und er sagt, damit kann man sicherlich keinen Staat machen. Ich sage etwas anderes dazu. Die ganze Diskussion hat noch einen anderen Hintergrund. Und das sind natürlich die Italiener im Lande, von denen sich die Volkspartei die Rettung der absoluten Mehrheit erhofft. Und es ist ja nicht zufällig jetzt der Bozer Bürgermeister Spagnoli auf den Plan getreten und hat seine Kandidatur für die Landtagswahlen in Aussicht gestellt. Er möchte auch Landeshauptmann Stellvertreter werden. Und er möchte, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er möchte der SVP die Mehrheit retten und verhindern, dass die Freiheitlichen in die Regierung kommen. Also, lieber Herr Gigi Spagnoli, das werden noch die Wähler dann entscheiden, wer was zu tun hat nach den Wahlen. Aber grundsätzlich, die Italiener spielen jetzt in dieser Situation eine ganz wichtige Rolle. Deshalb haben wir auch bei unserem Projekt des Freistaates immer gesagt, kein politisches Projekt kann in Südtirol gegen die Italiener gemacht werden. Das wissen wir. Die Italiener wollen keine Österreicher werden, die Südtiroler wollen mehrheitlich keine Italiener werden. Aber wir haben die Chance, und nicht nur, weil es uns jetzt schlecht geht. Und mich ärgert diese Diskussion auch ein bisschen, denn all jene, die in einer Zeit, wo es in Italien noch gut ging offensichtlich und in Südtirol ganz besonders gut, hat man davon überhaupt sofort abgelenkt. Jetzt herzugehen und zu sagen, weil es Italien schlecht geht, jetzt wollen wir weg. Also diese Glaubwürdigkeit vor der internationalen Öffentlichkeit, die ist nicht nur schäbig, die nimmt uns niemand ab. Nicht? Und ich habe das Streitgespräch noch zwischen Dr. Palermo und Richard Deiner gut in Erinnerung, vor 3 Monaten in einer Zeitung. Wenn ich jetzt das heute nachgelesen habe, dann ist der Dr. Palermo irgendwie zum Chefideologen der SVP geworden. Er hat ja vorgeschlagen, die Italiener mit zu integrieren, aber nicht in ein Projekt, sondern in die Partei. Und Richard Deiner hat zum Auftakt, zu dieser Auftaktpressekonferenz gesagt, die SVP möchte die Italiener ins Edelweiß integrieren. Wir möchten die Italiener mitnehmen. Und, das ist ein Zitat, das kann man nachlesen. Herr Leitner, Sie sagen also die Vollautonomie, sage ich, Herr Leitner. Nein, nicht falsch gelesen. Nein, ich möchte das schon richtig stellen. Ich möchte gerne eine Antwort auf diese Frage, ob Sie die Vollautonomie entwickeln, um die Italiener ins Boot holen zu können und um Wählerstimmen somit zu gewinnen. Ich möchte zuerst nur richtig stellen, ich habe nie gesagt, dass wir die Italiener ins Edelweiß integrieren wollen. Also davon kann keine Rede sein, das ist falsch gelesen oder irgendwo hat jemand falsch gelesen. Falsch gelesen nicht, dann ist es falsch geschrieben. Es oder wurde jemand aber nicht, hat falsch geschrieben. Jedenfalls nicht weise ich dieses Zitat zurück. Und wir haben uns ja auch damals bei diesem Streikgespräch, da glaube ich, sehr offen ausgesprochen und haben auch über die Ziele, gerade die Südtiroler Volkspartei, da verfolgt, ganz offen auch dargelegt. Nun, wesentlich für die Südtiroler Volkspartei ist in diesem Zusammenhang, dass wir wissen, wenn wir die Autonomie weiterentwickeln wollen, dann geht es ohne Italiener nicht. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, wie sich die Südtiroler Gesellschaft verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren. In den Zeiten des sogenannten Disagio, als die ersten Bestimmungen der Autonomie zu wirken begannen, da haben viele Italiener diese Auswirkungen der Autonomie als eine Einschränkung ihrer Möglichkeiten empfunden, als auch einen Wegfall der Privilegien.
Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass damals eine sehr starke nationalistisch gefärbte italienische Presse ihres dazu beigetragen hat, dass auch diesen Rechtsdrall auf der italienischen Seite gegeben hat. Aber hier hat sich in den letzten, sagen wir mal so 20 Jahren, Entscheidendes geändert. Sehr viele Italiener definieren sich als Südtiroler italienischer Muttersprache. Und sehr viele Italiener sprechen mittlerweile auch sehr gut Deutsch. Und das müssen wir hier zur Kenntnis nehmen. Und wir können nicht von dieser ewigen Gegenüberstellung hier Deutsch, dort Italienisch und irgendwo die Ladiner davon ausgehen, sondern wir sind nach wie vor ganz bewusst als Südtiroler Volkspartei ein Interessensvertreter der Deutsch- und Ladinischsprachigen, aber ausgerichtet auf einen Ausgleich. Und wir wollen ganz klar hier mit allen hier in Südtirol lebenden Sprachgruppen dieses erfolgreiche Modell der Autonomie weiterentwickelt. Und wenn jetzt so getan wird, als würden wir uns hier am Rande des Abgrunds befinden, wir müssen immer uns noch vor Augen führen, dass dieses Modell Südtirol, über das jetzt so viel gelästert wird, eigentlich eines sehr erfolgreiches Modell ist. Wir haben immer noch die geringste Arbeitslosigkeit unter allen EU-Staaten. Wir haben eine der geringsten Verschuldungen an allen öffentlichen Haushalten. Das muss man halt auch zur Kenntnis nehmen. Das nützt nichts, wenn wir immer nur das Negative aufzählen. Wird es aber italienische Kandidaten geben auf den Listen der SVP, um diese Frage von Herrn Leitner zu beantworten? Die Südtiroler Volkspartei ist und bleibt eine Partei der deutschen und ladinischen Minderheit. Wenn wir hatten immer schon Mitglieder auch von anderen Sprachgruppen. Und wenn jemand sich mit dieser Zielsetzung identifiziert, dann kann er auch, wenn er auch italienischer Sprachgruppe angehört oder einer anderen Sprachgruppe, kann er selbstverständlich auch Mitglied der Südtiroler Volkspartei sein. Aber Sie haben gesehen, auch bei den was die Wahlen anbelangt, bei den Landtagswahlen, so hatten wir bisher ausschließlich deutsch- und ladinischsprachig. Ich gehe davon aus, das wird auch bei den Landtagswahlen 2013 so sein. Herr Palermo, Sie wurden ja jetzt als Chefideologe der SVP bezeichnet. Ehrt Sie dieser Titel? Es ist mir wirklich egal, würde ich so sagen. Vor 10 Jahren war ich der Chefideologe der Anti-SVP-Bewegung. Das hat natürlich mit der Politik zu tun. Und als Nicht-Politiker kann ich das wirklich sagen. Der Politik geht es natürlich um Konsens. Ne? Das ist normal, um Stimmen letztendlich. Was mich interessiert hier ist eigentlich die Idee, die Machbarkeit der Idee und wie wir eigentlich, abgesehen von den Sprachgruppen, hier in Südtirol weitergehen. Und ich würde dafür plädieren, dass dieses Thema eigentlich nicht ideologisch angesprochen wird. Das ist natürlich schwierig, vor allem mit so einem runden Tisch, aber das sollen wir versuchen eigentlich sonst. Wie könnte dieser Versuch ausschauen? Also versuchen wir noch einmal, diese Vollautonomie zu definieren. An Südtirol sollen alle Kompetenzen gehen, bis auf 3. Außenpolitik, Währungspolitik, Verteidigungspolitik. Dann wäre Südtirol ja so eine Art Freistaat, wie er dem Herrn Leitner vorschwebt. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Ja, der Unterschied ist, dass es kein Staat wäre. Es wäre praktisch gleich wie ein Staat, aber kein Staat. Und das macht doch einen Unterschied. Das wäre dann so eine Art Freiland und Sie sagen Freistaat. Eigenstaatlichkeit ohne Staat geht nicht. Ich habe auch das in Ihrem Interview gelesen. Ja, also, das geht muss schon. Man erklären, Europa das, ist auch ein Beispiel was das, dafür. Was das bedeuten soll. Die Europäische Union? Ja, das ist eben der große Unterschied der Diskussion, der Sichtweise, die wir derzeit haben. Wir diskutieren vor einem Hintergrund, der natürlich ganz andere Dinge beinhaltet. Wir haben derzeit in Italien einen Ministerpräsidenten, der ist ein Statthalter der Europäischen Union, beziehungsweise er ist ein Kommissär, er ist kommissarischer Verwalter. Italien kann ja nicht mehr einmal allein den Haushalt erstellen. Nicht? Also da wacht die Europäische Union darüber, die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds und die Europäische Union. Nicht nur Italien. Aber wir sind als autonomes Land Südtirol jetzt irgendwo auch immer zwischen Hammer und Amboss, zwischen der Europäischen Union und zwischen dem Staat. Und eines, da werden Sie mir recht geben, seit der Verfassungsänderung von 2001, wo man die großen Sprünge erwartet hat, sind wir eher zurückwärts gegangen. Ja, der Staat hat uns das stimmt nicht. Herr Zeller, Sie wissen genau, dass der Verfassungsgerichtshof das weiß ich zufällig genau. Das eine Enttäuschung ja, war. Eben weil Sie es genau wissen, recht, sollten Sie es auch zugeben. Herr Zeller. Aber gut, ich möchte nur eines sagen. Wenn der Herr Leitner sitzt ja im Landtag und weil er im Landtag sitzt, müsste er zum Beispiel eine Sache wissen. Wir haben im Jahr 2001 den Sichtvermerk des Regierungskommissars abgeschafft und seitdem kann der Landtag seine Gesetze machen, ohne dass ein römischer Wachhund die rückverweisen kann. Das war ein ganz großer Qualitätssprung für den Landtag, zumindest das, Herr Leitner.
müssen Sie schon bemerkt haben, dass ihr redet nur und wir tun es. Das ist der Unterschied zwischen unseren zwei Parteien. Wir sitzen nicht in der Regierung. Zum Glück nicht, weil das sonst wäre ja gar nichts. Gott sei Dank manchmal auch auf. Herr Zeller, ich möchte auf eine andere Frage kommen, die Sie selbst aufgeworfen haben. Sie sagen Freistaat oder Freiland, egal, kommandieren tut Europa. Was heißt das? Weil das EU-Recht und die Europäische Union der Überbau geworden ist in Europa. Und deswegen ist es ja auch so, dass Grenzverschiebungen, die ganze Thematik der Grenzverschiebungen hat sich ja qualitativ, die Sichtweise hat sich ja sehr verändert. Weil innerhalb, es würde ja wohl niemandem mehr einfallen, eine Sezession von Italien zu machen und außerhalb von Europa zu gehen. Außer man sagt, man will zur Schweiz gehen. Das wäre, wobei die Schweizer ja auch sehr viele Verträge mit der Europäischen Union haben. Deswegen müssen wir immer auch damit rechnen. Wir sind beim Euro. Ich glaube, niemand in Südtirol oder fast niemand würde aus diesem Währungsverbund ausscheren wollen. Deswegen sind wir eingebettet in einen europäischen Kontext, den man bei so einer Diskussion ja auch mit berücksichtigen muss. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Damals war die Europäische Union ja bei weitem nicht so entwickelt wie heute. Und dieser Prozess wird ja, wie man sieht jetzt bei den ganzen Verhandlungen, noch verstärkt werden, dass die EU immer mehr Kompetenzen bekommen wird. Und in diesem Gefüge müssen wir unseren Platz finden als Land Südtirol, weil auf der einen Seite haben wir den Zentralstaat Italien, auf der anderen Seite die EU und wir müssen unsere Position hier finden. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt ein revolutionäres Konzept, das heißt, Italien bricht auseinander, Italien geht unter, dann kann man, vielleicht geht es schnell. Sonst, glaube ich, ist der bessere Weg, der evolutionäre Weg, den wir immer schon gegangen sind. Wir haben auch, nachdem 1946 die Selbstbestimmungsidee nicht umsetzbar war, haben wir uns versucht, eben mit der berühmten Politik der kleinen Schritte, der Blumen am Wegesrand pflücken, wie es man ja auch immer genannt hat, haben wir doch eine schöne Autonomie gebaut. Und das Gleiche macht man jetzt weiter mit der Vollautonomie. Wieso? Weil ich ja im Rahmen der europäischen Verfassung mich bewege und der italienischen Verfassung. Und insofern muss ich ja, wenn ich etwas Realistisches den Leuten vorschlagen will, muss ich ja das einen Weg gehen, der innerhalb dieses Rahmens ist. Denn wenn Sie den Kollegen Knoll fragen, zu dem möchte ich Selbstbestimmung später kommen. Sie ist ja schön und gut, nur Blumen wie setze ich das um? Bringe ich jeden Carabinieri einzeln nach Salurn und wie mache ich das? Das ist ja nicht so leicht möglich. Wir müssen ja als Regierungspartei einen realistischen Weg gehen. Sie möchten also den langsamen Weg gehen, das Wandern aus der Blumenpflicht. Der aber schlussendlich zu einem Punkt kommt, wie ja vorhin schon ausgesprochen wurde, auch unser Ziel ist, Rom soll in Südtirol so wenig wie möglich zu sagen haben, weil wir die Dinge besser regeln können als wir Rom. Das ist unser Ziel und das sollte eigentlich ein gemeinsames Ziel aller hier sein. Und vielleicht finden wir in dem Punkt ja einen gemeinsamen Nenner. Gleich mit dem Herrn Leitner, vielleicht erklären Sie, wo sich Ihr Freistaat unterscheidet wesentlich von der Vollautonomie. Ein ganz wesentlicher Unterschied ist der, dass die Vollautonomie bedeutet, Verbleib bei Italien. Und der Freistaat heißt ein unabhängiger Staat, selbstverständlich in Europa und ohne groß Grenzen zu verschieben. Es wird hier eine Angst erzeugt. Einerseits spricht man immer, in Europa gibt es keine Grenzen. Aber wie soll das sein, ein neuer Staat ohne Grenzen? Es gibt eine neue Verwaltungseinheit. Es wird auch Europa sich weiterentwickeln müssen und die Regionen werden nicht immer zuschauen, was die Brüsseler oben entscheiden. Es ist heute ja so, dass wir bei Europa. Wie trete ich dann bei? Wie stellen Sie sich das vor? Das muss man. Wir werden Sie dann, eine Verfassung vorstellen, wo wir das Sie vorschlagen. Dass Sie dann beitreten. Der es muss da müssen alle 27 einverstanden sein. Ja, und Italien auch. Italien auch. Wisst ihr das? Habt ihr das mitgekriegt? Vor allem Italien und Österreich. Dass Italien vor allem eine große Freude haben bei dem Vorschlag. Ich werde mir anschauen, was Italien tut, sollte die italienische Volksgruppe mehrheitlich für den Freistaat sein. Dann schaue ich mir an, was Italien tut. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Nein, wenn es so klappt, würde, wäre ich sogar... Ich glaube daran, ist das völlig ihr sagt immer nur, was ihr sagt, ist realistisch, was die anderen sagen, ist utopisch oder eben nicht realistisch. Also einfach kann man sich nicht machen. Und die Volkspartei möchte das Ende der Geschichte dekretieren, Autonomie und dann ist Schluss. Es gibt genau sicher eine Zeit nach der Autonomie, ob Vollautonomie oder Teilautonomie, es gibt mit Sicherheit eine Zeit nach der Autonomie. Herr Leitner, ich möchte diesen Dialog gleich beenden, nur zuerst noch die Frage, die ich noch nicht ganz, die Antwort habe ich noch nicht gehört. Wie soll ein Freistaat funktionieren, ein neuer Staat ohne Grenzen zu verschieben?
Die Grenzen brauchen nicht verschoben zu werden, die Grenzen werden verwaltungsmäßig halt erstellt. Nein, nein, es werden neue Grenze. Gerichtet. Zerloren ja, ist die Grenze. Ja, aber ihr sagt, der Brenner ist keine Grenze. Brenner mehr ist die heute. Grenze. Wo, nein, nein, warum, wir haben ein anderes Konzept. Ihr sagt, ich mache eine neue Grenze, wir wollen die Grenzen verschwinden. Ihr widersprecht euch, Herr Dauer. Ihr sagt auf der einen Seite immer, in Europa sind die Grenzen abgebaut worden. Groß verkündet auf Ziehen des Grenzbalkens am Brenner, alles ist durchlässig, alles ist super. Ist auch durchlässig. Und wenn wir jetzt, ja, natürlich, ja, wir wollen ja morgen, dass es auch durchlässig ist. Ihr werdet doch nicht meinen, dass wir beispielsweise ein eigenes Heer aufbauen, 180 Botschaften hier errichten werden und so weiter. Aber eines sage ich noch dazu, und das ist mir wichtig, was ihr bei der Vollautonomie beim Staat lassen wollt, die Währung. Das möchte ich auf keinen Fall. Ist schon immer beim Staat. Entschuldigung, wissen Sie das auch nicht, dass Italien keine Währung mehr hat, sondern dass es den Euro gibt? Ist das auch an Ihnen vorbeigegangen? Ja, Entschuldigung. Ihr verkündet das nicht. Also das ist jetzt wirklich kurios. Man sollte. Ja. Wollt ihr eine Währung machen innerhalb des Euro, einen Mikro-Euro, Südtirol-Euro, Säuro? Das Problem ist ein anderes, dass der Euro möglicherweise zerbrechen wird. Es sagen gescheite Leute. Bitte nehmt unseren Chefideologen und lasst euch das erklären. Es sagen gescheite Leute aus der Finanzwelt, dass sich der Euro im Jahre 2012 in Italien oder an Italien entscheiden wird. Das sage nicht ich. Ja. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber wenn es so ist und wenn es eine Zweiteilung des Euro geben sollte, dann möchte ich nicht, dass wir schlussendlich in der Lehre landen. Okay. Sondern möchte ich schon wir auch haben. Nicht, das sind wir uns ein. Ich möchte dieses Zwiegespräch jetzt unterbrechen. Sie haben mich gefragt. Ja, danke, ich habe auch eine Antwort bekommen. Herr Palermo, wie sehen Sie das Euro zweigeteilt, das Europa hat zwei Geschwindigkeiten und Südtirol wäre dann bei dem schnelleren Teil mit dem harten Euro? Sollte es dazu kommen, dann fürchte ich, dass Südtirol immerhin bei Italien gehören wird. Also es ist, glaube ich, in unserem Interesse, dass es auch Italien besser geht, weil dann stellen sich auch weniger Fragen und so weiter. Die Frage eines Freistaates ist von mir aus eher problematischer, nicht wegen der möglichen Grenzverschiebungen und so weiter. Die hat es immer gegeben in der Geschichte, da gebe ich Ihnen recht, dass es solche Sachen sind irgendwie natürlich. Das Problem ist eher, ob Südtirol als solches wirklich genug kritische Masse hätte. Und da sehe ich ein großes Problem. Südtirol ist viel zu klein, wir haben nicht genug kritische Masse, wir haben schon viele, und hier bin ich nicht mehr der Chefideologe der SVP, Nepotismusprobleme und solche Sachen. Sie können sich vorstellen, wer wäre zum Beispiel, wer würde dann Botschafter vom Freistaat Südtirol werden? Da gibt es Kandidaten genug, aber eben auch zu viele, aber die kennen sich schon alle. Liechtenstein ist ja nicht größer als Südtirol, wenn ich das so ungefähr mir vorstelle. San Marino ist auch kleiner, aber Luxemburg ist kleiner. Luxemburg ist mehr oder weniger gleich so groß. Also es gibt einige Beispiele, Sie sehen es aber gibt das Beispiele, Problem, aber die sind dass auch jeder nicht angewachsen. Das sind eher utopische Fragen und glaube ich auch, letztendlich machen die auch keinen Sinn. Die wichtige Frage ist, wie wir dann uns autonom verwalten. Innerhalb Italiens, außerhalb Italiens ist es letztendlich keine große Frage. Die Frage ist, ob wir in der Lage sind, uns glaubwürdig zu verwalten. Und da, glaube ich, haben wir noch Probleme. Und da sind wir nicht das beste Land der Welt. Herr Knoll, Sie haben sich das jetzt relativ ruhig angehört. Und wo stehen Sie? Eigentlich ist es tragisch. Wenn man hier sitzt und hier zuhört, was die Kollegen hier zu sagen hatten, dann könnte man eigentlich meinen, es gibt für Südtirol nur ein Schicksal und das ist Verbleib bei Italien. Und lieber Kollege Zeller, eigentlich ist es auch tragisch für die Südtiroler Volkspartei, wenn du dich hier ins Fernsehen setzt und mich fragst, wie wir uns die Selbstbestimmung vorstellen. Das heißt doch, dass sich die Südtiroler Volkspartei in 60 Jahren, nie darüber Gedanken gemacht hat, wie die Selbstbestimmung in Südtirol umgesetzt werden soll, meinetwegen. Dort schätzen Sie uns aber. Du hast diese Frage an mich gestellt. Ja, ich habe gefragt, wie Sie praktisch das umsetzen wollen. Das ist die Frage. Habt ihr nie mitbekommen, was in den letzten allein 20 Jahren, nicht nur in Europa, weltweit passiert ist? Das ist ja das Schlimme. Ihr habt nichts getan in den ganzen Jahren. Eure Politik besteht darin, sich zurückzulehnen, ein bisschen in den Tag hineinzuwurschteln. Sie dürfen nicht uns mit sich selber verwechseln. Ein bisschen in den Tag hineinzuwurschteln und immer das Beste aus der Situation zu machen, die sich gerade gibt. Soll ich Ihnen die Pakete von den Durchführungsbestimmungen schicken zur Lektüre? Ich nenne Ihnen hier, wenn Sie schon an mich die Frage stellen, wie ich mir die Umsetzung vorstelle, einen konkreten Punkt auch an den Kollegen. Schauen Sie, nehmen Sie Südkorea her.
Südkorea befindet sich derzeit mit Nordkorea offiziell im Kriegszustand. Ist gleich wie Tirol ein geteiltes Land mit anderem Hintergrund, aber von der Ausgangssituation her. Was macht Südkorea in der jetzigen Situation? Südkorea hat ein eigenes Wiedervereinigungsministerium eingerichtet, hat einen eigenen Wiedervereinigungsminister ernannt und will weltweit dafür werben für eine mögliche Wiedervereinigung. Obwohl das realistisch betrachtet unter fernen Liefen noch zu betrachten ist. Aber es ist ein erster Ansatz. Was hat denn die SVP in den letzten 60 Jahren diesbezüglich gemacht? Diese Frage geht jetzt an den Obmann, der hier sitzt, Richard Theiner. Was aber hat die SVP lieber Kollege Sven Knoll, jetzt hast du den Mund schon mehr als voll genommen, dann hergehen zu behaupten hier im Fernsehen, die letzten 20 Jahre hätte die Südtiroler Volkspartei nichts gemacht, dann bitte schau dir mal an, wie die Leute hier... Wir hören immer noch zu Italien, oder? Dann schau dir mal bitte an, wie die Leute hier leben, vergleich mal die Situationen, wie es hier vor 30 und 40 Jahren war und schau mal um, praktisch wie die Leute in allen umliegenden Regionen Südtirols nicht nur südlich, sondern auch nördlich, östlich und westlich leben. Und ich glaube, da können wir ganz getrost sagen, wir haben hier gemeinsam Südtirol aufgebaut. Deswegen haben fahren die Südtiroler auch nach Innsbruck zum Einkaufen und alle anderen um Südtirol herum verhungern. Das ist das Bild, das hier erstellt wird. Als ob es nur Südtirol gut gehen würde und allen anderen würde es schlecht gehen. Im Gegenteil, schaut euch doch die Realität an. Schaut euch doch die Realität an. Es hat sich längst gedreht, das Bild. Die Realität ist, dass es in Südtirol noch nie so vielen Menschen gut gegangen ist wie zurzeit. Und das können Sie nicht von der Hand wischen, einfach so. Und Fakt ist auch, dass hier eine Politik gefahren wurde, auch des sozialen Ausgleichs. Wir haben auch großen Wert darauf gelegt, dass nicht nur einer Sprachgruppe sich entsprechend entwickelt, sondern dass es wirklich dieser Wohlstand möglichst gerecht verteilt wird. Nicht nur in der Peripherie, nicht nur im Zentrum, sondern auch in der Peripherie, aber auch zwischen den verschiedenen Sprachgruppen. Und jetzt hierher gehen und zu sagen, alles niederzumachen, das kann ich einfach nicht akzeptieren. Schauen Sie, Südtirol hat eine der höchsten Sozialprodukte von ganz Europa. Es gibt kaum Regionen, außer die Cities wie London und so weiter, die noch ein höheres haben. Aber wir haben zum Beispiel ein höheres Bruttosozialprodukt als österreichische Bundesländer. Wir haben ein höheres Bruttosozialprodukt als alle anderen italienischen Regionen. Und das kann man nicht einfach so praktisch jetzt geringschätzen und sagen, das ist alles nichts. Und ich glaube, wenn wir darüber und die Unterstellung, wir hätten hier keine Visionen, das ist doch der Witz schlechthin. Wir reden heute über die Vollautonomie. Lassen Sie uns doch über das reden. Wir machen einen Vorschlag. Wir verlangen nicht, dass Sie damit einverstanden sein müssen, aber wir unterbreiten allen einen Vorschlag. Wir diskutieren dann gemeinsam, haben verschiedene Veranstaltungen gemacht in verschiedenen Orten Südtirols, auch mit verschiedenen Sprachgruppen. Wir versuchen hier eben auf den Konsensweg dieses erfolgreiche Modell der Autonomie weiterzuentwickeln. Wenn Sie ein anderes Konzept haben, dann sei es Ihnen unbenommen, für dieses andere Konzept einzutreten. Aber was ich nicht richtig finde, ist, alles niederzumachen, was in Südtirol geleistet wurde und was hier praktisch auch unter Schirmherrschaft von der Südtiroler Volkspartei vorangebracht wurde. Das ist einfach kleinkariert und das bringt nichts. Herr Knoll, ich frage Sie jetzt nicht, ob Herr Theiner Sie überzeugt hat. Ich frage jetzt den Herrn Palermo. Sie haben erwähnt, der Weg zur Vollautonomie, falls er dann gegangen werden sollte, ist ein sehr langer. Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten? Ja, in den rechtlichen Hürden natürlich. Es gibt eine ganze Reihe von Hürden, die bewältigt werden sollen. Es gibt Sachen, die man relativ leicht machen könnte, beispielsweise über eine Durchführungsbestimmung. Die Post- oder Rei-Diskussion, die sind relativ leicht getan. Dann gibt es natürlich schwerwiegende Probleme, wie beispielsweise bei der Sicherheit, die Polizei und so weiter. Und dafür bräuchte man eine tiefgehende Verfassungsänderung und nicht nur eine Statutsänderung. Für eine Statutsänderung sind wir aber grundsätzlich verantwortlich. Und das würde mich eher interessieren als Diskussion, wie man eben zu einer Statutsänderung kommen könnte, sprachgruppenübergreifend und so weiter, als eben diese schwarz-weiße Diskussion über die Staatlichkeit Südtirols. Was ich interessant finde in dieser Idee ist eben, dass es eine graue Sache ist. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist wirklich alles grau. Und das finde ich auch gut, dass es so ist, weil in der heutigen Realität, nicht nur in Südtirol, sondern auch in Europa und weltweit, ist die Situation normalerweise grau. Nicht nur, weil wir Pessimisten sind, sondern nicht nur schwarz oder weiß, sondern irgendwo Staat oder kein Staat, sondern irgendetwas
dazwischen zum Beispiel. Das sind Ideen, die sich auch verbreiten, wenn Sie dann auch an Staaten denken, die zum Teil auch keine Staaten mehr sind, wie Spanien oder Belgien und so weiter. Da gibt es vielleicht auch Anhangspunkte. Für also wäre auch die Idee vom, der Freiheitlichen, vom Herrn Leitner, wäre auch eine denkbare Variante? Meine, die Grenzen sind letztendlich nicht so wichtig. Und die Tatsache ist eben, wie man eben dazu kommt. Diese Diskussion über Grenzverschiebungen finde ich nicht besonders sinnvoll, weil erstens ist es nicht realistisch und zweitens sind die Feinde einer Staatlichkeit Südtirols nicht in Rom, sondern in Brüssel und in Wien vielleicht auch. Aber man braucht sich nur eine Landkarte anzuschauen von 1918, von 1946 und von heute. Da sieht man, wie viele Grenzen eigentlich geändert worden sind, aber das ist auch nicht das vorgründige Ziel. Mir hat etwas sehr gut gefallen, was Sie gesagt haben. Wir haben zu wenig kritische Masse. Damit meinten Sie nicht die Anzahl der Bevölkerung, sondern und das ist der Unterschied zwischen Modell Südtirol und System Südtirol. Uns sagen auch Leute, ja, Freistaat, das ist eine tolle Idee, aber wenn wir jetzt die Polizei auch noch kriegen, wenn die Finanz jetzt auch noch ist, dann haben wir überhaupt nichts mehr zu melden. Weil ist das System Südtirol als Verwaltungsorganisation von den Leuten mehr gefürchtet als geliebt wird. Nicht das Modell der Autonomie, wohlgemerkt. Das ist ein großer Unterschied. Und wir haben es jetzt ja gesehen, es ist ja aufgebrochen irgendwo auch mit der Sell-Affäre und diese ganzen Geschichten. Das heißt, dieses System ist einfach verfilzt bis zum geht nicht mehr. Nein. Ja, das ist so, dass der Obmann der Volkspartei das nicht gerne hört, weil er Teil ist dieses Systems. Es wird ja derzeit diskutiert, haben wir ein System Südtirol, haben wir ein System Nürnwalder, haben wir ein System Brandstätter, das sind nicht Erfindungen von mir. Aber ich möchte schon gegen solche unzulässigen Unterstellungen, ich möchte schon auch festhalten, wenn es hier Unzulässigkeiten gegeben hat im Zusammenhang mit der Selbst, sind wir jetzt die Ersten, die hier Transparenz gefordert haben, aber hier von einem Kasus aufs ganze Land zu schließen, es ist einfach unzulässig und das ist schäbig. Ich wollte ganz klar den Unterschied machen zwischen Modell Südtirol der Autonomie und dem System Südtirol. Das ist ein schlechter Stil. Das ist halt derzeitige Diskussion, das ist nicht das Thema, das stimmt schon. Ich habe den Unterschied gemacht zwischen... Das können wir ja vor im Wahlkampf noch machen. Das wollte ich ja nicht. Oh nein. Nein, es ist ein Unterschied zwischen System Südtirol und Modell Südtirol, das möchte ich schon sagen. Und zum Modell Südtirol, ich verteufle das nicht. Ich bin immer auch ein Verteidiger der Autonomie gewesen, bin ich auch noch. Ich sage nur, die Autonomie ist für mich nicht der Endpunkt. Und das haben auch die Gründungsväter der Autonomie nicht so gemeint. Der Endpunkt für Sie, Herr Zeller? Ja, der Endpunkt ist die größtmögliche Freiheit von Rom. Und das kann dann alles sein. Nur, was ich unterstreichen wollte, ist ja einfach das, wenn ich sage, ich will einen Freistaat gründen oder ich will die Sezession, den Zusammenschluss mit Österreich machen, kann ich nicht gleichzeitig die Autonomie entwickeln. Und ich glaube, dass das eben unrealistisch ist. Ich kann nicht nach Rom fahren und sagen, ich will weg, ich will eine Grenze errichten oder ich will sowas machen und gleichzeitig sagen, ich möchte eine Verfassungsänderung haben, ich möchte die Durchführungsbestimmung ändern, um die Autonomie zu erweitern. Das schließt sich aus. Ich kann das nicht beides verlangen, weil dann sagen die Römer irgendwo zu Recht, ja, wenn du weg bist, was redest du dann noch mit uns, dann reden wir da nicht mehr weiter. Deswegen ist ja das, was wir machen wollen und wir vorschlagen, viel realistischer, dass wir nämlich den sanften Weg in die Selbstbestimmung, wie man es ist ja auch eine Form der Selbstbestimmung, wenn wir selbst bestimmen, wie wir die Straßen deren, wie wir die Umfahrungsstraßen machen, wie wir die Lehrer besolden, wie wir die Schule organisieren. Das ist ja auch Selbstbestimmung. Und das hätten wir alles nicht bekommen, wenn wir immer nur geschrien hätten, wir wollen die Selbstbestimmung und sonst nichts. Und das sind ja die berühmten Grauzonen, von denen der Professor Palermo gesprochen hat, dass ich nicht sagen kann, schwarz und weiß, sondern ich mache etwas dazwischen. Und wie wir gesehen haben, kann das auch recht ein erfolgreiches Ergebnis sein. Aber momentan scheint der Weg da steinig. Irgendwo nirgendwo zu verlaufen. Wo führt er hin derzeit in Rom? Mit wem sprechen Sie in Rom derzeit? Ja, wir sprechen mit der Regierung und mit dieser technischen Regierung. Und die hat etwas sehr Gravierendes getan und auch gesagt, nämlich, dass nur weil sie Geld brauchen, die Einhaltung des Autonomiestatuts für sie nicht so unbedingt prioritär
ist. Und das können wir nicht dulden. Es gibt den Rechtsweg. Wir werden sicherlich zum Verfassungsgerichtshof gehen. Wenn ich glaube, dass wir dort sehr gute Chancen haben, aufgrund des neu geschriebenen Autonomiestatuts, aufgrund des Mailänder Abkommens. Wenn das auch nichts nützen sollte, was ich nicht hoffe, haben wir den Weg zum Internationalen Gerichtshof, den politischen Weg über Österreich. Und wir werden uns sicherlich das nicht so gefallen lassen. Das ist jetzt eine schwierige Zeit und auch deshalb glaube ich, die Kollegen, die hier sitzen, wir sollten schon versuchen, in dieser schwierigen Zeit für Südtirol etwas zusammenzustehen und versuchen, unsere Autonomie gemeinsam zu verteidigen. Haben Sie ein Druckmittel und, außer den Gang vor das Verfassungsgericht? Ja, glaube, haben Sie auch ein das ist ein starkes Druckmittel, weil wir leben in einem Rechtsstaat und dieser Rekurs, die Rechtslage sehe ich relativ klar. Und sicherlich ist der Verfassungsgerichtshof in diesen Finanzkrisen geneigt, oft der Zentralregierung Recht zu geben, weil er die finanziellen Implikationen oft fürchtet seiner Urteile. Aber in dem Fall glaube ich, wenn drinnen steht, es muss ein Einvernehmen gefunden werden und die Regierung versucht nicht einmal ein Einvernehmen zu finden, das ist ein grober prozedureller Schnitzer. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Verfassungsgericht sagt, nein, es steht zwar Einvernehmen, aber die müssen nicht einmal versuchen, ein Einvernehmen zu finden. Also ich sehe das schon und ich glaube auch, in Rom werden sich die Leute schon letztlich gut überlegen, ob sie hier ein doch erfolgreiches Modell in Frage stellen. Das, glaube ich, wird sich Rom schon sehr gut überlegen, ob sie diese Konfrontation bis zum Äußersten machen wollen. Der Vorwurf an Rom lautet ja, dass das Mailänder Abkommen nicht respektiert wird. Könnte Südtirol auch eventuell das Mailänder Abkommen nicht respektieren und zum Beispiel diese Ausgleichszahlungen an die Gemeinden nicht zahlen? Ja, sicher. Wir könnten das muss man sich überlegen und noch genau studieren. Das wäre auch ein Weg. Wir haben 100 Millionen pro Jahr, wir 100 Millionen, Trient 100 Millionen zur Verfügung gestellt, 60 Millionen für neue Kompetenzen, 40 Millionen für die umliegenden Gemeinden. Und wenn auf der einen Seite der Pakt nicht eingehalten wird, dann könnte man sich schon überlegen, ob wir auch sagen, bis sich das nicht klärt, bis das nicht vom Tisch ist, geben wir natürlich auch nicht die 40 Millionen für die umliegenden Gemeinden. Das ist gut zu überlegen, ob man das macht, denn dann wird natürlich, wenn wir so etwas machen, wir haben ja heute schon eine bereits sehr neiderfüllte Situation in den umliegenden Regionen. Wenn wir das machen, wird natürlich werden die Wogen sehr hoch gehen. Wir sehen es ja auch bei der Autosteuer, nur weil wir die Autosteuer nicht so erhöht haben, beziehungsweise auch sogar gesenkt haben, regen die sich schon auf rundherum. Wenn wir jetzt noch das machen, könnte es sein, dass das ein Schuss nach hinten wird. Das muss man sich gut überlegen. Herr Palermo, Neid scheint überhaupt jetzt ein Begriff zu sein, der sehr stark ist. Neid kommt vor, Neid auch nicht nur Südtirol gegenüber, sondern auch gegenüber den anderen Regionen. Mit Sonderstatut scheint Ihr sanfter Weg doch an bestimmte Grenzen zu stoßen, auch oder Ihre Vorstellung eines sanften Weges. Ja, Neid ist auch menschlich, leider. Und das gilt für die Nachbarregionen, das gilt, wie wir gehört haben, auch von unserer Seite nach Österreich in diesem Moment. Vielleicht in der Zukunft wird das auch nicht der Fall sein. Ich meine, damit muss man auch rechnen. Aber man muss auch vernünftig rangehen und nicht emotional denken. Die anderen Regionen müssen verstehen, dass Südtirol und auch die anderen Sonderregionen unter Umständen nicht gleich sind wie die anderen Regionen. Und wir müssen auch versuchen zu verstehen, warum sie eigentlich protestieren. Ich meine, wenn man einen Dialog startet in dieser Richtung, dann sind die Probleme schon aus dem Tisch. Herr Theiner? Ich glaube, da herrscht eben sehr viel Unkenntnis in den anderen italienischen Regionen. Es wird immer der Vergleich gemacht, wie viel von den Steuereinnahmen der jeweiligen Region bleiben in der Region und wie viel praktisch bleiben in Rom. Und da wird gesagt, ja, in gewissen Regionen bleiben nur zwischen 40% und 50% und bei uns 90%. Und ich glaube, deshalb wäre ja auch dieses Modell, das wir entwickelt haben, der Vollautonomie, sehr hilfreich. Wir sagen, ein ganz zentraler Pfeiler der Vollautonomie ist die Finanzhoheit. Wir würden selbst, also das Land Südtirol würde selbst die Steuern einheben und würde Rom jene Gelder überweisen,
wo Rom weiterhin die Zuständigkeit behält, beispielsweise Außenpolitik oder Verteidigung. Und den Rest würden wir hier einnehmen und dann wären diese Diskussionen vom Tisch. Natürlich. Würde Südtirol auch die Mehrwertsteuersätze zum Beispiel festlegen? Nein, das hätte keinen Sinn. Es geht hier um die direkten Steuern. Und es geht auch nicht darum, dass man hier in einen blinden Wettbewerb mit anderen Regionen oder mit anderen Staaten tritt. Ich glaube, allein schon durch die Tatsache, wenn Südtirol selbst die Steuern einheben könnte und hier Rechtssicherheit schaffen könnte, würde das eine enorme Attraktivität ausüben. Ich bin überzeugt, sehr viele Unternehmen aus anderen Regionen würden ihren Firmensitz nach Südtirol verlegen. Denn was macht eigentlich die Unternehmen stutzig? Wenn Sie auch regulär die Steuern erklären, früher oder später gibt es Finanzkontrollen und irgendwann wird vorgeschlagen, hier eine allgemeine Abfindung. Und man sagt, 10% beispielsweise der letzten Steuern, die du bezahlt hast, musst du nochmals entrichten, dann bist du aller Verbindlichkeiten los. Und letztendlich rät dann auch der Steuerberater, den Unternehmer, entricht diese Steuern nochmals, obwohl du es schon die ersten ordnungsgemäß gezahlt hast. Aber das macht die Leute, sagen wir, verunsichert die Leute. Mehr Sicherheit wollen sie. Und ich bin überzeugt, mit mehr Sicherheit, weil auch mit dem Modell der Finanzhoheit wäre es so, dass wir in Südtirol in Zukunft ja auch Steuern brauchen. Wir haben einen hochstehenden Sozialstaat und den müssen wir auch finanzieren. Und es geht also nicht darum, dass wir ein zweites Liechtenstein werden möchten, nicht? Wo wir versuchen, mit günstigsten Angeboten irgendwelche Spekulanten anzulocken, sondern wir möchten hier das sehr seriös machen und im Rahmen dessen, was auch möglich ist. Und ich bin überzeugt, er spricht sehr, sehr vieles dafür und wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass mit diesem Modell jetzt allein schon mehr Steuern kämen. Natürlich hätten wir mehr Unternehmen, die herkommen, aber wir müssen auch sagen, wir müssen auf der anderen Seite auch einen Anteil abdecken, was die Staatsschulden anbelangt. Wir haben zwar nicht gleich beigetragen zur Ansammlung der Staatsschulden, aber wir können nicht sagen, so Italien und jetzt tschüss, das war es jetzt einfach. Ich müsste etwas abkürzen, Südtirol würde also mehr Sicherheit, was die Steuern anbelangt, garantieren, würde wahrscheinlich die Steuersätze senken, dafür aber für eine gerechte Steuereinnahme sorgen, so vor allem, ungefähr. Es wäre vor allem gerechter und sicherer. Knoll. Würde, könnte, möchte. Das sind alles wunderschöne Geschichten. Das ist eine rosige Zukunft, die Sie hier malen. Nur was hat das mit der Realität im Moment zu tun? Im Moment hat das mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Wir leben in einer Situation, wo wir in Italien Angst haben müssen um die Autonomie überhaupt. Wir haben eine Diskussion in Italien, da hat Karl Zeller vorher gewarnt, dass man überhaupt die Autonomien mit Sonderstatut abschaffen möchte. Wir haben derzeit eine Regierung in Rom, die nicht einmal die bestehende Autonomie mehr respektiert, geschweige denn Südtirol neue Kompetenzen gibt. Wir sind in einer Situation, in der Italien schnurstracks auf einen Staatsbankrott hinarbeitet, in der die Bevölkerung Angst haben muss um ihr Erspartes, weil ständig neue Steuern kommen, weil keiner mehr auch auf eine sichere Zukunft bauen kann, dass auch die Wirtschaft in Südtirol darunter leidet. Und das sind die Fragen, wo die Menschen Antworten darauf haben. Herr Knoll, vielleicht sagen Sie etwas zu der Vorstellung, wie Sie jetzt, wir reden über die volle Autonomie. Herr Theiner hat ungefähr skizziert, wie er sich die Vollautonomie vorstellt. Was sagen Sie zu dieser Vorstellung? Ja, das sind schöne Geschichten, aber die muss man auch umsetzen können. Und solange wir in Italien in einer Situation sind, wo es bergab geht, bleiben das eben Geschichten. Und damit kann man die Bevölkerung sagen, auf Dauer nicht ruhig Sie stellen. Sagen, die Selbstbestimmung, wie Sie wollen, lieber Kollege ist leichter umsetzbar. Auf jeden Fall. Gerade in der jetzigen Situation. Kollege Zeller, wenn Sie mir mal zuhören würden, dann würden Sie es vielleicht auch verstehen. Gerade in der jetzigen Situation, in der sich Italien befindet, wo ganz Europa auch auf Italien schaut, wie sich Italien politisch und wirtschaftlich verhält, glauben Sie wirklich, wenn eine Region wie Südtirol, die im Vergleich zu Italien wirklich nicht Italien ist, die wirtschaftlich auch gut dasteht, auch auf der Verdienste der letzten Jahrzehnte, hergehen würde und sagen würde, liebes Europa, in dieser Situation können und wollen wir nicht mit Italien untergehen. Schaut euch bitte unsere Situation an. Wir haben nie zu diesem Staat gehören wollen. Wir gehören bis heute freiwillig nicht zu diesem Staat. Wir wären ein positiver Beitrag für Europa im Gegensatz zu Rest Italien. Glauben Sie wirklich, Herr Karl Zeller, dass Europa Italien hergehen würde,
Und nein, wenn Südtirol also, hergehen würde und sagt, völlig, wir möchten hier eine demokratische, von der Rolle. Eine demokratische Wahl durchführen, glauben Sie, dass Europa eine demokratische Wahl einfach verneinen und nicht akzeptieren darf? Ich etwas dazu sagen? Sie laufen einfach nur ein Satz. Ich weiß nicht, schaut doch Herr Knoll nicht Fernsehen. Weil die ganz Europa versucht, Italien wieder auf die Beine zu helfen und versucht, dass Italien nicht in den Abgrund stürzt. Und er sagt, dass wir Erfolg hätten, wenn wir hingehen würden und sagen, die gehen in den Abgrund, nehmt uns jetzt. Das ist ja verrückt. Das ist wirklich verrückt. Wie verhandeln Sie in puncto Vollautonomie? Wie schaut es aus mit Ihren Verhandlungen? Gibt es da schon Verhandlungen in Rom? Diese Regierung gibt es erst seit einem Monat. Sie hat wirklich in einer Notsituation das Steuer übernommen, hat jetzt in aller Geschwindigkeit diesen berühmten Sparhaushalt, dieses Sparpaket geschnürt und wir werden jetzt, bis Ende des Monats ist der Ministerpräsident auf Reisen in Europa, um eben die Situation zu bereinigen und ich denke, im Februar werden wir schon mit dieser Regierung einen Gesprächspartner finden. Werden Sie mit dieser Regierung reden oder überspringen Sie diese Regierung? Sagen Sie nein, wir werden mit jeder Regierung reden. Wir sind es gewohnt, dass unsere Ziele nicht wie die gebratenen Tauben uns in den Mund fliegen, sondern dass wir hart dafür arbeiten müssen. Das haben wir bisher getan. Wir werden es mit dieser Regierung versuchen. Wenn es mit der nicht geht, werden wir es mit der nächsten. Wenn es Wahlen gibt, werden wir das sicherlich als einen Punkt bringen, wenn irgendeine Partei sagt, ihr wollt die Unterstützung der Südtiroler Volkspartei, wird das einer der Punkte sein, wie man halt normal Politik macht, weil das, was ich hier gehört habe, das ist eher so, Science-Fiction ist das eher. Welchen nicht? Zeitrahmen haben Sie sich gegeben? Die Vollautonomie? Ja. Das wird sicherlich, wie ich schon zuerst gesagt habe, viele Jahre dauern, normalerweise. 10, 20 kann es dauern. Es kann aber auch schnell gehen, es kann auch in 5 Jahren gehen. Es geht immer ruckweise in dieser Sache. Und wenn zum Beispiel Italien sagen würde, wir machen jetzt wieder wie vor 10 Jahren, haben wir das Autonomiestatut das letzte Mal mit einem normalen Verfassungsgesetz geändert. Das geht aber nur, wenn alle anderen Regionen mit seinem Statut auch geändert werden sollen. Dann hat man wieder, dann kann es schnell gehen. Es kann schnell, aber auch langsam. Das hängt vom politischen Umfeld ab. Das bestimmen ja nicht wir alleine. Entscheidend ist das Ziel, Herr Leitner. Könnten Sie vielleicht doch noch auf diese Vollautonomie einschwenken, ja, unter bestimmten Auflagen? Das hängt vom politischen Umfeld ab, aber es hängt auch vom politischen Willen ab. Und das wird einfach den Südtirol nicht mehr zugetraut, dass sie auch einen Willen haben, aber sich etwas anderes vorzustellen. Sie werden ja auch als Koalitionspartner der SVP gehandelt. Können Sie sich als Koalitionspartner die Vollautonomie vorstellen? Nein. Mir geht die weitere Entwicklung der Autonomie gut. Die Vollautonomie, das ist ein Klischee, das ist eine Tautologie. Es gibt kein hölzernes Holz und es gibt keine Vollautonomie. Entweder es gibt eine Autonomie oder es gibt keine. Das ist einfach so eine Worthülse, die man neu geschaffen hat, um den Leuten etwas vorzumachen und um die Italiener bei der Stange zu halten. Der Pferdefuß der Autonomie, der Geburtsfehler, und das weiß der Dr. Zeller besser als ich, ist eigentlich der, dass Südtirol Kompetenzen in der Verwaltung und in der Gesetzgebung hat, aber keine in der Rechtsprechung. Und wenn ich mir das anschaue, ich bin kein Verfassungsrechtler, aber ich kann auch lesen. Seit 2001, seit der letzten Verfassungsänderung, haben wir auch Rückschritte gemacht. Welche? Bei den öffentlichen Ausschreibungen gilt die Staatsnorm. Bei dem Landschaftsschutz gilt die Staatsnorm. Das ist falsch. Beim Jagdgesetz dürfen Sie nicht einmal entscheiden, wie viel Füchse wir abschießen dürfen. Wir dürfen nicht einmal über die Sonntagsruhe selber entscheiden. Wir können keinen Feiertag neu einschaffen. Ich bin immer positiv allen politischen Projekten gegenüber, die sich weiterentwickeln im Sinne von Frieden. Und deshalb ist unser Freistaatmodell, das Projekt, eben ein Friedensprojekt, weil es nur mit den 3 Sprachgruppen im Land getragen werden kann. Und das ist das Gegenangebot zur Vollautonomie. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir denken über die Autonomie hinaus nach. Wir verteufeln nicht die Autonomie, ganz im Gegenteil. Aber die Weiterentwicklung kann auch etwas anderes bedeuten. Aus unserer Sicht ist es eben der Freistaat. Herr Palermo, Sie möchten die Diskussion führen, nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Grautönen. Sehen Sie dafür noch eine Möglichkeit? Ja, wenn man wirklich und ernsthaft anfängt, die Idee umzusetzen, da gebe ich Ihnen recht, das sind nur Worte. Es ist natürlich so, wenn es um eine neue Idee geht, aber jetzt fängt wirklich die Phase an, wenn man es auch konkret werden muss.
Und da stelle ich mich wirklich die Frage, inwieweit es Sinn macht, dass die Politik alles alleine in die Hand nimmt. Da sind Modelle in anderen Staaten entwickelt worden, wo eine breitere Palette von Bevölkerung involviert wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Politik, die auch sehr beschäftigt ist mit dem politischen Alltag, ist auch nicht den Mut hat, ein ernsthaftes Projekt zu entwickeln und konsequente Lösungen vorzuschlagen. Dafür, in dieser Hinsicht müsste man vielleicht näher denken, wie man tatsächlich zu einer Konkretisierung dieses Modells kommen kann. Und mit diesem Appell an alle, an dem Projekt Vollautonomie vielleicht mitzudenken oder über die Zukunft Südtirols nachzudenken, geht egal, wie das heißt, eben Vollautonomie oder von mir aus Freistaat, Vollautonomie oder Autonomie. Man kann über die Worte immer streiten, aber wichtig ist, dass man eine Idee entwickelt für die Zukunft. Mit diesem Appell geht unser runder Tisch hier in der EURAG, der erste runde Tisch im neuen Jahr, zu Ende. Wir hoffen, dass wir einige Anregungen für Sie zu Hause hier bieten konnten. Die Diskussion in der EURAG, die Diskussionen gehen auf alle Fälle weiter. Den nächsten runden Tisch, den gibt es am 6. Februar. Auf Wiedersehen.